Sie ist in einem atheistischen Umfeld aufgewachsen. Gott war in ihren Augen eine Märchenfigur, die die Menschen sich ausgedacht hatten, als sie sich die Welt noch nicht anders erklären konnten. Warum sie trotzdem die Bibel lesen wollte und wie sie Gott heute sieht, darüber reden wir jetzt. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen, Steffi Wiesner. Schön, dass du da bist. Gott als Märchenfigur, wie kamst du auf die Idee? Wer hat überhaupt Gott ins Spiel gebracht? Gut, ich bin halt in der DDR aufgewachsen und das war eben so einer der Standardsätze, ja, eben Religion ist Opium für das Volk. Und das heißt, das war das, was ich halt in der Schule gelernt habe, dass Gott eben, ja, eine Figur war, die Menschen gebraucht haben, als sie sich die Welt noch nicht erklären konnten. Und damit war es dann gut? Ja. Mhm. Das hat sich damit erledigt. Wie sahen so deine ersten Lebensjahre aus, so deine Familie, wie bist du so aufgewachsen? Ja, ich bin in einer mittelgroßen Stadt, nahe der polnischen Grenze aufgewachsen mit meinen Eltern. Und nachdem, als ich fast 3 Jahre alt war, wurde halt auch mein Bruder geboren. Das heißt, wir waren 2 Kinder zu Hause. Ja, halt die normale sozusagen DDR-Karriere, also Kinderkrippe, Kindergarten und dann Schule. Ja, ein ganz normales Familienleben, nichts Besonderes. Gute Familie gehabt. Ich sage für mich auch nach wie vor eine sehr glückliche Kindheit. Bin einfach froh über meine Eltern, über meine Familie, so wie das gelaufen ist. Mhm. Und was war dir so wichtig? Was hat dich im Leben, also ich meine, das ist jetzt noch ein junges Leben, da hat man noch nicht die Riesenträume vielleicht, aber was war dir so wichtig? Gut, ich habe schon als Kind immer sehr viel gelesen. Mir war es wichtig, irgendwo neue Dinge zu lernen, mich weiterzuentwickeln. Ich habe mir viele Sachen selber beigebracht, also auch eben durch das Lesen. Also ja, theoretische Sachen, aber auch Handarbeiten. Zum Beispiel, was hast du so alles, warst du neugierig? Ja, also ich meine, gut, ich habe Klöppeln zum Beispiel halt dann einfach gelernt, dadurch, dass ich mir halt dann so eine Anleitung angeguckt habe und es dann halt gemacht habe. Oder auch, Stricken, also die Grundtechnik habe ich in der Schule und mit meiner Omi gelernt, aber alles darüber hinausgehende halt eben dann Bücher gelesen und es dann so gemacht, wie es da drin steht. Das heißt Lesen und was noch so, was hat so deinen Alltag bestimmt? Gut, als Kind klar halt in der Schule gewesen, dann in den ersten Jahren nachmittags halt im Hort, ganz normal. Gut, klar, da hat man halt Hausaufgaben gemacht und sonst die Zeit habe ich halt schon viel eben auch wirklich drin mit Büchern verbracht. Also Stubenarrest wäre für mich nie eine Strafe gewesen. gut, und ich habe dann auch so ab der 4. Klasse dann auch außerhalb der Schule mich mit Mathematik beschäftigt. War also im Kreisclub und später im Bezirksclub junger Mathematiker, wo wir also so wie Anreiz im Sportverein sind und einmal die Woche oder so zum Training gehen, bin ich eben halt im Matheclub gegangen. Mhm. Das heißt, Mathe war ein Hobby auch quasi oder eine Leidenschaft? Oder? Ja, ich denke beides. Oder es war halt einfach eine Begabung. Also schon im Zeugnis in der 2. Klasse stand halt dann so drin, besonders auffällig sind ihre Fähigkeiten in Mathematik. Und ich bin in dem Bereich immer gefördert worden auch und habe mich selber eben auch weiter damit beschäftigt. Es hat mir einfach Spaß gemacht. Also ich sage mal, ich habe in Sommerferien, weiß ich noch, dass ich bei Omi am großen Tisch gesessen habe und halt dann Quadratwurzeln bis zur 10. Stelle nach dem Komma so auf dem Papier gezogen habe oder so. Einfach aus Spaß? Genau. Okay, also eine Leidenschaft. Wie kamst du dann irgendwann auf die Idee, die Bibel zu lesen? Weil wenn Gott ja irgendeine Märchenfigur ist. Da ich ja immer schon sehr viel gelesen habe, ich habe irgendwann den Satz gehört, so in der 7., 8. Klasse, ich weiß auch nicht mehr wo, dass die Bibel eine der 3 Säulen der Weltliteratur ist. Und daraufhin habe ich halt gedacht, okay, dann sollte ich die halt mal gelesen haben. Ja, das war der Anfang. Nun war das eben zu DDR-Zeiten. Das heißt, hattest du eine Bibel? Nein. Nee. Ich hatte eben keine. Mhm. Und habe dann aber gewusst, dass es in Leipzig, also meine Omi hat halt in Leipzig gewohnt, das heißt, ich war in Ferien eben oft dort, dass es in Leipzig neben der Thomaskirche eine evangelische Buchhandlung gibt. Und so bin ich halt dann da in Herbstferien eben hingegangen und ja, habe halt gesagt, ich hätte gerne eine Bibel und habe dann dort meine erste Bibel gekauft. Und hast du vorne bis hinten angefangen zu lesen und? Also ich habe schon ein Stück angefangen, sie zu lesen und genau aber in dieser einen Woche Herbstferien hat meine Omi in der Leipziger Volkszeitung durch Zufall so eine kleine Annonce entdeckt, kostenloser Bibelfernunterricht. Und jetzt wusste sie ja, dass ich mich für die Bibel interessiere, weil ich die mir eben da ja gerade gekauft hatte, 1-2 Tage vorher. Und dann hat sie mir diese Annonce gezeigt und ich habe die ausgeschnitten und dann irgendwann ein paar Wochen später weggeschickt. Und so hat letztlich mein Weg in die Bibel und letztlich auch mein Weg mit Gott angefangen. Was hat dir das dann geholfen? Ich meine, die Bibel ist ja
kann man von vorne nach hinten lesen, aber das ist manchmal ja auch schwierig an der einen oder anderen Stelle. Was hat dir so einen Fernkurs im Bibelstudium geholfen? Gut, in dem Fernkurs, der war ja sehr thematisch aufgebaut. Also klar, da ging es um Sachen, also grundsätzlich, was Bibel halt eigentlich ist. Ich sage, ich war damals in der 9. Klasse gewesen und ich hatte halt wirklich keine Ahnung. Grundsätzlich über Aufbau, was auch immer der Bibel. Ich kannte die Geschichten halt nicht, weil sie haben ja in meiner Kindheit keine Rolle gespielt. Und in dem Fernkurs ging es einfach dann um Themen wie natürlich auch um Jesus Christus, um Sünde, um Gemeinde, um Taufe, alles Mögliche, einfach so grundlegende Sachen. Das heißt, ich habe die Bibel dann nicht eben von vorn nach hinten gelesen, sondern ausgewählte Bibeltexte, die einfach zu diesen Themen eben entsprechende Aussagen getroffen haben. Was ist dir denn für ein Gott begegnet, den du ja vorher, der ja eine Märchenfigur war, als du so in dem Studium drin warst? Das eine, was halt deutlich geworden ist, okay, dass Gott halt jemand ist, der ja Kontakt zu den Menschen sucht. Der, ich sag mal, in Jesus Christus ist Gott halt Mensch geworden, also wirklich zu uns gekommen. Es ist halt ein Gott, der eben wirklich Interesse am Menschen hat, der halt einen Weg geschaffen hat, dass Menschen wieder mit Gott ins Reine kommen können, mit Gott leben können, hier und eben auch in Ewigkeit. Wobei ich eben auch sagen muss, dass es für mich schon erstmal, wie soll ich das sagen, einfach Theorie halt war. Ich habe das halt gelesen, habe die Fragen gelesen, habe die Bibeltexte gelesen, habe die Sachen halt dann so entsprechend beantwortet. Es gab dann auch, nachdem ich sozusagen den Grundkurs fertig hatte, dann einen Kurs über das Buch Der Weg zu Christus, in dem es einfach so um grundsätzliche Dinge eigentlich des christlichen Glaubens geht, wie man halt Glauben wirklich leben kann im Alltag. Und dann danach gab es noch einen Kurs über Prophetie. Also in der Bibel gibt es, ich sag mal, das Buch Daniel, das Buch Offenbarung, so Bücher, die sich sehr, sehr stark eben mit prophetischen Aussagen, also die prophetische Aussagen treffen. Und in dem Kurs hat man die studiert. Und danach war mir eigentlich klar, okay, die Bibel können sich Leute nicht einfach ausgedacht haben. Mit den ganzen erfüllten Prophezeiungen, das machte wenig Sinn. Und so bin ich für mich zum Schluss gekommen, okay, die Bibel ist von Gott inspiriert. Und ja, damit musste ich letztlich für mich die Entscheidung treffen, okay, will ich was mit dem Gott zu tun haben halt oder nicht. Von dem, was ich über ihn gelernt hatte aus der Bibel, habe ich halt gesagt, ja, ich will, und habe dann eben auch die Entscheidung getroffen, mich taufen zu lassen. Ich bin also in der Zeit dann, also in der ich praktisch eben angefangen habe, einfach Bibel zu studieren und da immer weiter reinzusteigen, so nach einem Jahr dann auch zum ersten Mal in eine christliche Gemeinde, in den Gottesdienst gegangen und seitdem halt regelmäßig, und habe da also auch mit einem Pastor die Bibel studiert, habe mich mit anderen jungen Leuten getroffen, und so ist eben diese Entscheidung gewachsen, und ja, so bin ich halt vor knapp 25 Jahren getauft worden. Wie sah so dein Leben in der Zeit aus? Das war ja so ein Prozess auch des Bibelstudiums, das Menschen kennenlernen, andere Christen kennenlernen. Was hast du da in der Zeit sonst gemacht? Also schulmäßig und so? Genau, ich war in der Schule. Es war so, dass ich ab der 9. Klasse auf einer Spezialschule mathematisch-naturwissenschaftlich-technischer Richtung war. Davon gab es 14 Stück in der DDR. Das heißt, ich war die Woche über im Internat und war dann ja am Wochenende halt zu Hause. Und das heißt, im Internat war schon so klar, dass wir wirklich eigentlich von morgens bis abends, also wir hatten teilweise Tage eben mit 10 Stunden Unterricht. Also schon der Schwerpunkt war ganz klar halt einfach in der Schule, dann sich eben noch mit Hausaufgaben und so weiter beschäftigen. Und ja, und das war halt so in der Woche, gut, am Wochenende, wo ich dann halt zu Hause war. Klar, halt die meiste Zeit natürlich zu Hause mit der Familie verbracht. Als ich dann eben so nach gut einem Jahr halt dann eben zum ersten Mal in die Gemeinde gegangen bin, klar, dann war es eben so, dass ich dann samstags vormittags im Gottesdienst war und irgendwann dann eben samstags nachmittags mit der Jugendgruppe zusammen und dann eben noch mit dem Bibelunterricht, mit dem Pastor, sodass ich dann samstags halt auch dann eben viel nicht mehr zu Hause war. Was war so dein berufliches Ziel? Ich wollte Mathe studieren. Also das wusste ich seit der 6. Klasse, eigentlich, dass ich Mathematik studieren möchte. Gut, kam dann, dann war ja die Wende gewesen und zur Überlegung, was macht man jetzt? Und dann eben auch natürlich mit der Geschichte, okay, jetzt bin ich Christ. Ist das jetzt wirklich der Weg?
sollte ich nicht vielleicht lieber Krankenschwester oder so werden, wo man Menschen direkt helfen kann, aber habe mich dann entschieden, nee, das ist eine Begabung, von der ich überzeugt bin, dass Gott die mir geschenkt hat, und habe mich in der 11. Klasse entschieden, dass ich Wirtschaftsmathematik studieren möchte. Ja. Und das hast du dann auch gemacht? Genau. Mhm. Das war ja zeitgleich, waren da ja da viele Umbrüche, dein persönliches, dann auch die Wendezeit. Mhm. Wie hat sich das so für dich zusammengespielt? Da ist ja ganz viel auf den Kopf gestellt gewesen eigentlich. Wie hast du die Zeit erlebt für dich persönlich? Also als so 1989 diese Demonstrationen waren und man das halt im Fernsehen gesehen hat, ich weiß noch, dass ich da vom Fernseher saß und dachte, Leute, was macht ihr hier für einen Scheiß? Ihr macht mein Land kaputt. Mhm. Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich hatte eine sehr glückliche Kindheit. Ich habe nichts vermisst. Ich war aktiv in der Pionierorganisation gewesen. Das war halt meine Heimat. Und natürlich hatte ich auch im Unterricht hatte man ja einiges gelernt, halt über den Westen, über die BRD. Und dachte mir, ey, das soll, also so wie manche Leute halt wirklich gedacht haben, okay, jetzt gibt es eben die blühenden Landschaften, so nach dem Motto, den Himmel auf Erden. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Und das ist ja auch so nicht passiert. Von daher, das war schon eine nicht ganz einfache Zeit sicherlich. Gut, aber familiär war es weiter, halt, war ja alles stabil gewesen. Aber natürlich auch klar der Umbruch mit dem Wechsel halt mit der Schule, neuen Klassenkameraden, wobei ich viele von denen ja schon kannte, weil wir uns über die Jahre halt schon aus dem Mathe-Club eben kannten. Ja. Mhm. Du hast dann weiter studiert, Wirtschaftsmathematik. Was war so deine Blickrichtung? Was wolltest du denn gerne machen jetzt dann wirklich im Berufsleben? Also ich habe zwei Spezialisierungsrichtungen dann gewählt im Hauptstudium. Das eine war so Versicherungsmathematik-Risikotheorie. Das heißt, da ging es eben um die Option halt dann in einem Versicherungsunternehmen zu arbeiten als Mathematiker, entweder im Bereich eben dann Sachversicherung oder Lebensversicherung, wie auch immer. Und die zweite Spezialisierungsrichtung war stochastische Finanzmarktmodelle. Mhm. Da ging es letztlich dann darum, dass man eben in einer Bank oder einer Sparkasse halt arbeiten kann als Finanzmathematiker, um Risiken von Finanzprodukten halt zum Beispiel zu berechnen. Das ist das, was ich dann auch später gemacht habe. Mhm. Das heißt, du hast es studiert und bist dann in eine Bank eingestiegen, quasi genau. Also in der Arbeit. Genau, ich habe während meines Studiums halt auch also ein Praktikum gemacht bei einer Versicherung und ein Praktikum bei einer Sparkasse und habe da in einem Bereich gearbeitet, in dem ich dann später tatsächlich in dieser Abteilung dann sogar angefangen habe. Das war auch einfach gut, weil durch das Praktikum wusste ich halt dann auch noch mehr, okay, was will ich im Studium halt machen, worauf fokussiere ich mich, und ja, habe in dem Bereich dann gearbeitet, also im Marktpreisrisikomanagement bei der Sparkasse in Leipzig. Du gehst von deinem ganzen, von deiner Stärke der Analytik, von deiner Stärke mit Zahlen umzugehen, von der Mathematik, von der wissenschaftlichen Seite an Dinge heran, gehe ich mal davon aus. Weil das ist ja das, wo du eine Stärke hast, was dir auch viel Freude macht. Wie passt das Konzept Gott da rein? Weil Gott lässt sich ja nicht immer so greifen oder in vielem nicht greifen. Wie hast du das für dich aufgelöst? Gut, also es ist klar, ich sag mal, Gott ist halt nicht berechenbar. Sind Menschen aber auch nicht. Und es ist letztlich so, dass ich natürlich Gott ins Letzte nicht erklären kann, dass da einfach auch Fragen offen sind, dass ich Gott mit meinem Verstand auch nicht begreifen kann, so wie jetzt eben irgendeine chemische Formel oder irgendein, weiß ich nicht, biologisches System oder so. Aber es ist ja auch so, dass es in unserer Welt gibt es einfach genug Sachen, die eben trotzdem ja nicht erklärbar sind. Auch mit allen naturwissenschaftlichen Ansätzen. Natürlich gibt es da Modelle, die sprechen dafür, und dann gibt es andere Sachen, die sprechen vielleicht dagegen. Aber es gibt genug Dinge einfach im Leben, wo ich sage, das ist offen, das ist nicht zu erklären. Und ich habe da auch keine Schwierigkeiten, das einfach stehen zu lassen, dass Gott eben ja da auch größer ist, dass ich ihn nicht begreife bis ins Letzte, weil okay, ist auch die Frage, also wenn ich als geschaffenes Wesen den Gott, der mich geschaffen hat, komplett verstehe und begreife, das ja, passt ja halt auch einfach nicht. Was hat sich durch dieses Leben, das sich bei dir verändert hat, was hat sich da auch bei dir verändert? Weil mit Gott zu leben, wirkt sich ja letztlich auf alle Bereiche des Lebens aus. Du hast ja auch gesagt, du hast gefragt,
welche Richtung soll das gehen und alles? Gut, also das eine ist es halt schon klar, dass es mir einfach natürlich eine ganz andere Hoffnung und Perspektive für mein Leben gegeben hat. Dass es halt um mehr geht als um das Leben hier, dass es um mehr geht als um das Kollektiv, den Staat oder wie auch immer. Und das andere ist, dass es für mich schon auch Menschen noch mehr in den Fokus gerückt hat, auch mir Menschen, glaube ich, wichtiger gemacht hat. Auch wenn ich nach wie vor eben auch als eher introvertierter Mensch gut damit leben kann, tagelang alleine, sag ich mal, an meinem Computer zu sitzen oder an irgendwelchen Formeln zu basteln oder so. Ja, da habe ich überhaupt kein Problem mit. Aber ich denke, mir sind Menschen einfach wichtiger geworden. Oder was ist dir wichtiger geworden? Ja, dass Menschen halt einfach einen Wert haben, Menschen wertzuschätzen. Dass Menschen nicht nur da sind, einfach um eine Funktion zu erfüllen, damit es eben am Ende irgendwas Großes erreicht werden kann, sondern einfach der Mensch an sich. Ich glaube, das ist schon was, was sich da für mich auch verändert hat. Beruflich hat sich dann auch was weiter verändert. Du warst bei einer Bank. Wie ist dann weitergegangen beruflich? Springen wir wieder in den Bereich zurück? Genau, also nachdem ich knapp 3 Jahre halt dann da bei der Sparkasse gearbeitet habe, ist eines Tages mein Gemeindeleiter, also der örtlichen Kirchengemeinde, in der ich halt war, in Leipzig, auf mich zugekommen und hat mir einen Brief gegeben, in dem halt die Freikirche der 7. Tags-Adventisten im Norddeutschen Verband hat nach einem Schatzmeister gesucht für Nordrhein-Westfalen. Also jemanden, der letztlich sich um die Finanzen dort kümmert, der Kirche in diesem Bundesland. Und ja, hat eben mir diesen Brief gegeben und gesagt, Steffi, könnte das sein, dass das ein Ruf für dich ist? Das war erstmal ein ziemlicher... Er meinte einen Ruf von Gott? Genau, also einfach ein Ruf, dass ich halt eben meine berufliche Laufbahn ändere und da jetzt in der Kirche arbeite. Das war eben erstmal schon ein ziemlicher Schock, weil ich gerade befördert worden war zur Teamleiterin und ich gerade halt dabei war, in meine Traumwohnung umzuziehen in Leipzig. Und gut, ich habe dann halt eine Weile schon drüber nachgedacht, habe gebetet, habe mit Freunden drüber geredet und dann ja meine Unterlagen halt nach Nordrhein-Westfalen geschickt und hatte dann noch relativ schnell halt dann Gespräche. Und ja, die Verantwortlichen dort haben sich halt dafür entschieden, gesagt, ja, das können wir uns gut vorstellen und haben mich dann eben gerufen im Herbst 2003. Und dann habe ich zum 01.01.2004 als Schatzmeisterin der Nordrhein-Westfälischen Vereinigung halt angefangen. Das ist ja schon ein sehr unterschiedliches Tätigkeitsfeld. Ja. Ja. So in der Bank zu arbeiten und in der verantwortlichen Stelle, natürlich auch in der verantwortlichen Stelle in einer Kirchenverwaltung, aber trotzdem ist ja die Ausrichtung eine ganz andere, oder? Wie war das für dich? Letztlich war es so, dass ich eigentlich schon gemerkt habe, also es ist halt wirklich ein Ruf von Gott, dass ich einfach an der Stelle eine Chance habe, meine Fähigkeiten, die ich habe, die Gott mir gegeben hat, dass ich die halt jetzt zu 100% halt für Gott und für die Gemeinde einsetzen kann. Und das war eigentlich für mich ein Riesengeschenk. Das andere ist natürlich auch, dass ich viel breiter gefordert war. Ich sag mal so, in meiner neuen Aufgabe, die mathematische Herausforderung, war jetzt eher gering. Aber natürlich waren meine Stärken gerade im analytischen Bereich oder so nach wie vor absolut gefragt. Das heißt, klar, sich in diese neuen Sachen reinzudenken, da zum Teil eben auch die Buchhaltungsstruktur neu aufzubauen. Ich konnte programmieren, also jetzt nicht groß, aber wenigstens mit Visual Basics, um einfach dort Abläufe halt auch schneller zu machen. Das, was ich da gelernt habe, konnte ich eben da auch einsetzen. Aber dann ist natürlich hinzugekommen einfach die Verantwortung, halt eben wirklich ja auch für geistliche Dinge. Ich habe vorher, war ich aktiv schon in meiner Kirchengemeinde gewesen, halt ehrenamtlich, also war in der Pfadfinderarbeit. Ich habe gepredigt, dann an anderen Stellen in meiner Gemeinde mitgearbeitet. Aber jetzt ging es halt wirklich darum, eben auch Verantwortung zu übernehmen mit für Gemeinden im ganzen Bundesland. Da war ich ja natürlich nicht alleine. Wir waren als Vorstand 3 Personen. Dazu kamen all die Pastoren, die dort gearbeitet haben. Aber eben nicht mehr sich nur um Zahlen oder jetzt um Finanzen zu kümmern, sondern eben wirklich in den Gemeinden weiter unterwegs zu sein, Gottes Wort zu verkündigen, Menschen zu helfen,
ihren Weg mit Gott zu finden oder überhaupt erstmal zu Gott zu finden. Ja, das, also letztlich ist meine Aufgabe dadurch schon viel spannender, viel breiter. Es erfordert einfach viel mehr, fordert mich ganzheitlich mehr, aber gleichzeitig kann ich viel mehr von dem einbringen, was Gott mir ja auch geschenkt hat, sodass ich für mich diese Aufgabe einfach als Riesengeschenk ansehe. Und gleichzeitig als Herausforderung, wenn du sagst, eher introvertierter Mensch, glaube ich, ist es ein ganz schönes Spannungsfeld. Ja, auch. Auf der anderen Seite hat es ja den Vorteil, dadurch, wenn man halt eben, also als Schatzmeisterin arbeite ich halt in der Verwaltung. Das heißt natürlich, klar, ich bin am Samstag in den Gemeinden, gegebenenfalls in der Woche abends hat man Gespräche, aber der Schwerpunkt der Arbeit ist ja schon noch im Büro. Aber natürlich ist es mehr Kontakt mit Menschen und das ist ja auch in Ordnung. Weil am Ende arbeite ich ja nicht dafür, dass irgendein Bericht fertig ist, irgendwelche Zahlen, sondern alles das, was ich mache, ist ja dazu da, dass Menschen unterstützt werden. Sei es in ihrem Dienst, in ihren Aufgaben oder einfach eben, dass sie in ihrem Leben vorwärts kommen. Weil die Zahlen an sich sind ja nicht der Wert, sondern es ist immer nur dazu da, dass was anderes damit wachsen kann. Hast du den Zahlen schon immer so einen Wert beigemessen? Weil wenn Zahlen so stark verankert sind in deinem Leben... Sie sind, naja, sie sind halt irgendwo unbestechlicher. Also während meines Studiums, also auch als ich dann meine Diplomarbeit geschrieben habe, da ging es ja eben auch um Modelle halt zur Risikoberechnung. Und ein Satz, den ich mir halt dann oft gesagt habe, war so, ja, die Modelle sind alle schön, aber das Problem ist immer der Faktor Mensch. Den kriegt man halt einfach in die Formel nicht wirklich rein. Aber der ist ja das, was das Leben ausmacht. Natürlich, aber war es schon so klar, Zahlen bieten, sind halt exakt, bieten Sicherheit. Ich weiß halt, okay, das Ergebnis ist halt richtig oder falsch, da gibt es keinen dazwischen. Das ist schon einfach erstmal irgendwie gut. Das ist was Objektives. Sehr spannend. Inzwischen hat sich dein beruflicher Werdegang nochmal verändert. Du bist im Medienzentrum Stimme der Hoffnung gelandet, da verantwortlich für die Finanzen. Genau. Ich würde gerne mal noch mal so in dein Leben gehen. Was ist dir denn heute sonst noch so wichtig? Also du hast schon viel gesagt, auch Menschen zu unterstützen, Menschen zu begegnen. Was für Werte tragen dich? Gut, was mir wichtig ist tatsächlich meine Familie. Also ja, meine Eltern, mein Bruder, Freunde, die ich habe. Aber klar, mir ist auch schon meine Arbeit einfach wichtig, der Dienst, den ich tun kann, dass ich einfach mithelfen kann, dass letztlich ja Gottes Reich gebaut wird. Das ist was ja einfach einen großen Wert für mich hat. Und da ordnet sich letztlich eben dann auch vieles unter. Also klar, dass man sagt, auch Gesundheit und so weiter, weil das letztlich mir halt die Möglichkeit gibt, eben besser halt dann eben auch einfach für Gott arbeiten zu können. Du hast auch Hobbys, die dir ganz viel Spaß machen. Ich habe hier ein Foto ausgewählt, das fand ich so schön. Was machst du alles? Ja, also auf dem Foto sieht man ja, dass ich halt spinne. Mhm. Das ist halt im wahrsten Sinne des Wortes. Mit einer Handspindel oder mit einem Spinnrad. Ja, ich stricke halt, häkel ein bisschen, ich sticke, mache Patchwork-Decken. Ja, das ist so im handarbeitlichen Bereich. Ja, ab und zu, wenn ich halt einfach Zeit habe, was ich ganz gerne halt auch mal mache, ist halt, dass man was zeichnet, ja, vielleicht eine Karikatur oder so. Ja, und nach wie vor aber auch eben einfach lesen, draußen sein in der Natur. Wandern? Ich, ja, oder was wandern, machst du draußen dann? Genau, also ist schon wandern oder eben einfach, also ich bin sehr viel zu Fuß unterwegs. Ich habe halt kein Auto und sage, das ist meiner Gesundheit durchaus förderlich. Und aber hilft dann tatsächlich auch, also mir sehr gerade auch zum Entspannen. Also ich sag mal, wenn ich halt ins Büro morgens laufe oder abends wieder zurück, das sind jedes Mal gut 2 Kilometer und das hilft zum Abschalten, aber auch wirklich zum Genießen der Natur. Ich wohne halt jetzt in der Gegend, die landschaftlich schon sehr, sehr schön ist und genieße das einfach auch. Und so die handarbeitlichen Tätigkeiten, ich meine, irgendwann hat man mal genügend Schals, Mützen, Handschuhe, was auch immer. Was erstellst du denn alles? Ist es einfach nur so zur Entspannung oder was machst du? Also es ist klar, es sind Sachen, die ich für mich mache, aber natürlich auch Geschenke für Freunde, für Familie. Eine Sache, die ich halt vor so 5, 6 Jahren angefangen habe, sind auch, dass ich halt so Prayer Shorts oder Prayer Quilts mache. Das ist ja, kommt aus den USA. Also letztlich, wenn man es ins Deutsche übersetzen würde, würde man vielleicht sagen, so ein Fürbitte
Schal oder Tuch oder eine Fürbitte-Decke. Wie geht das? Heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eben an einem Prayer-Shawl arbeite oder stricke, dann stricke ich den halt für jemanden und bete dabei für diese Person. Also ich habe das gemacht für, sagen wir jetzt dieses Jahr zum Beispiel für eine Freundin, die halt eine Krebsdiagnose bekommen hat und wo ich einfach mir dann Zeit genommen habe und eben einfach da ein Tuch für sie gestrickt habe und während der Zeit, wo ich das halt gestrickt habe, immer wieder für sie gebetet habe. Oder ich habe es für Freunde gemacht, halt die ein Kind bekommen haben, habe dann eben, wo ich eine Babydecke halt dann gestrickt habe, habe dafür für den werdenden Mensch gebetet, für das Baby, für die Eltern. Das ist was mir halt, was mir wichtig ist, was mir eine Verbindung halt natürlich zu den Leuten gibt. Es ist eine Möglichkeit, die ich habe, wie ich vielleicht auch meine Fürsorge für Menschen halt ausdrücken kann. Wenn ich ihnen dann eben, weil ich sag mal, auch wenn man so ein Tuch, eine Decke strickt, 40 Stunden und mehr ist man daher halt schon einfach da dran. Und ihnen das zu geben und dann eben auch, dass sie einfach diese Möglichkeit haben, sich letztlich, ja, ist es dann ja so, wenn man sich in so ein Tuch oder eine Decke halt einhüllt, dass man halt weiß, okay, ich bin hier eingehüllt in Gebete. Es gibt Leute, die denken an mich, die beten für mich. Es ist Gott ist halt da, der sich um uns kümmert, auch in Situationen, wo es uns halt schlecht geht. Und das heißt, wenn ich an so einer Decke, an so einem Tuch arbeite, bete ich natürlich auch für die, die halt schon in der Vergangenheit so ein Tuch oder eine Decke von mir gekriegt haben, immer wieder, sodass diese Fürbitte einfach weitergeht. Und ja, das verbindet mich mit den Menschen. Und ich weiß halt einfach, dass Gott eben sich ja auch um die Menschen kümmert, auch dann, wenn es uns schlecht geht. Hast du ein Motto in deinem Leben? Könntest du eine Überschrift setzen? Alles zur Ehre Gottes. Danke, Steffi, fürs Erzählen aus deinem Leben, das von dem, was dir wichtig ist. Ich finde es wirklich spannend, wie unterschiedlich die Lebensgeschichten von Menschen sind. Jeder geht einen anderen Weg und erlebt Gott auf ganz einzigartige Art und Weise. Und es fasziniert mich, wie sehr Gott sich auf jeden Menschen einstellt, weil er uns so genau kennt und weil er uns liebt. Ihnen, liebe Zuschauer, wünsche ich, dass Sie Gott ganz nah erleben, egal was Ihre persönliche Lebensgeschichte ist. Gott mit Ihnen.